Willkommen, meine Freunde, zurück zu Stronghold Legends. Lord? Wir sind gut dabei, wir sind gut in Fahrt. Die Männer und schicken jetzt die Dinge. Schützen nach. Wir haben wirklich, wir haben noch jede Menge Truppen übrig, das ist sehr gut. Wir kassieren heute den Roten Ritter hier, der hat überhaupt keine Chance mehr gegen uns. Wir nehmen wieder die altbewährte Taktik, um die Lanzenträger hier erstmal aufs Korn zu nehmen. Den Gareth, den brauchen wir leider. Was sollen wir für euch tun? Relativ weit vorne, merke ich gerade. In eurem Namen. Weil ich gehe davon aus, dass hier Fallen sein könnten. Aber meine Schützen sollen erstmal alles klären, was geklärt werden muss. Als ob ihr nicht geschossen habt. Bogenschützen, vorbereiten. Für den Ruhm! Bogenschützen unterwegs. Komm schon, hol sie dir, Tiger. Augen auf, Männer! Boah, ja, hier ist alles voller Fallen. Ich glaube, da gehen wir lieber außen rum. Auf die Plätze! Bereit! Da gehen wir wirklich lieber außen rum. Zack, zack! Bewegung! Eure Ritter stehen bereit. Schön aufpassen hier, gefährliche ja, Stelle. Sire. Haben die hier hinten irgendwo Schützen? Nee, haben sie nicht. Gut. Ziehen los. Dann schicke ich meine Schützen jetzt erstmal hier hin. Wir müssen vor allem diesen Hügel hier erobern. Damit wir diese Gefahrenquelle hier ausschalten können. Das ist nämlich tatsächlich eine große Gefahrenquelle hier, diese Formation an Schützen. Okay, los geht die Post. Hat doch ganz gut geklappt. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Jetzt gehen wir mal hier hoch, mal sehen, ob wir von hier oben aus treffen können. Dann könnten wir nämlich die schon mal eliminieren. Ja, sehr gut. Oh, schön, macht sie alle weg. Die kommen nicht mal dazu, eine Lanze zu werfen, du. Okay, jetzt kommt der etwas schwierigere Part. Unsere Schwerter sind die euren. Weil wir müssen wirklich aufpassen. Ich weiß nicht, wie weit die von hier oben aus ballern können. Schwertkämpfer, vorwärts! Ich denke, ein Stück werden wir schon vorgehen können ohne Probleme. Wir schicken euch jetzt mal alle hier hin. Sire, wir haben den Roten Ritter erreicht. Sieht aus, als wären wir gerade rechtzeitig gekommen. Sire, befehligt uns! Gebt uns nur ein Ziel. Nicht zu nah hier rangehen, bitte. Denkt immer daran, es sind Feinde da oben. Euer Zeichen, Sire. In Bewegung. Okay, jetzt kommen sie runter, jetzt geht's rund. Die Salve müssen wir leider einstecken, geht nicht anders. Achtung! Unser Leben gehört euch. Ah, nicht da lang, nicht so dicht hier dran, bitte. Da kriege ich Angstzustände, ganz ehrlich. Bogenschützen, bereit machen. Okay, los, jetzt schnell. Wir bewegen uns. Die sind gerade dabei, sich zurückzuziehen. Feuer, los geht's. Bereit machen, Piken. Halt, stopp, wir haben verkackt, zurück. Jetzt. Gehen in Stellung. Da waren die ein bisschen flinker als wir, du. Das habe ich nicht gewollt. Sire. So, jetzt sind wir aber hier am Drücker. Die kriegen jetzt gleich richtig eine drüber. Wir sind eure Leute. Jetzt zieht's euch rein. Jetzt werden die Schützen erstmal schön eliminiert hier. Wir haben nämlich weitaus mehr Schützen, dagegen kommen die nicht an. Eure treuen Bogenschützen. Gut soweit. Unsere Bögen werden singen. Unser großes Problem sind jetzt diese und jene. Prüft die Waffen! Wir schicken erstmal die Truppen hier weiter vor. Mein Herr. Aber unser Hauptziel ist ja eigentlich nur, dass der Rote Ritter stirbt. Können wir da nicht irgendwie was improvisieren, wenn ich den hier mache? Oh ne, da will der bis hier hinten durchrennen. Das ist nicht gesund. In Bewegung. Das ist nicht gesund. Befehligt uns. Das ist alles andere als gesund, oder? Das ist ungesund. Bogenschützen, vorbereiten. Na gut, mit anderen Worten, die Position hier ist für uns nicht mehr nützlich. Sire? Wir müssten stattdessen mal ausboten, bis wohin wir kommen, bevor die Schützen auf dem Bergfried hier oben anfangen zu feuern. Als ob sie hier schon feuern.
Kommt schon, Männer. Ja, Sire? Auf euren Befehl! Ach, was soll's, man nicht neu immer. Augen auf, Männer! Welche Prüfung erwartet alle Mann uns? In den Angriff. Geht auf los. Mann. Wir kümmern uns darum. Wir haben mehr Schützen, wir kriegen das irgendwie gebacken, hoffe ich. Ziehen los. Rück gut, zu, wir verlieren zu viel. Ungeduldig. Gehen los. Ich schwöre euch meine Treue. Und ihr seht alle zu, dass ihr hier hochkommt. Auch ein bisschen Dalli. Unsere Sehnen sind gewachst. Auf die Plätze, Männer. Lord? Die Ampus-Schützen richten nochmal ordentlich Schaden an hier, bevor sie hops gehen. Das ist gut. Gebt uns nur ein Ziel. Komm schon, stirbt da unten, stirbt da unten, stirbt. Danke. In Bewegung. Was sollen wir für euch tun? Eure Ritter stehen bereit. Oh, ihr müsst euch um den Ritter kümmern. Geht jetzt nicht anders. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Euer Zeichen, Sire. Während ich mit den verbliebenen Truppen hier oben noch ein bisschen aufräume. Und damit ist der Bergfried nämlich weg. Unser Leben. So, Gareth, wie geht's? Wäre blöd, wenn du jetzt kurz vorm Ende hier verreckst. Aber alles gesund, alles bestens. Kriegen wir sauber hin, das war's, Freunde. Eisbären zerstören unsere Welle. Eisbären zerstören unsere Welle, genau das. Und wir nehmen sogar noch hier die Grafschaft ein, zack. Meine Länderei, sucht euch eine eigene. Sehr schön, haben wir gut gemacht, hat mich gefreut. Schöne Mission, gefällt mir. Ha! Lecker. So ein Sieger. Nachdem Gareth Lady Leonors aus den Fängen des Roten Ritters befreit hatte und nach Camelot zurückgekehrt war, wurde er mit der Ritterwürde und einem Platz an der Tafelrunde belohnt. Nach einem langen Bad und den neuen Kleidern sah Lady Lynette den ehemaligen Küchenjungen plötzlich in einem ganz anderen Licht, und man sah die beiden danach noch oft zusammen in den Burggärten. Happy End, nächste Mission. Manchmal kann man auch seinen Nächsten nicht trauen. Als unser König Mordred den Sohn seiner Halbschwester, der Hexe Morgan Le Fay, einlud, sich seinen Rittern anzuschließen, hielt ich ihn für leichtsinnig. Ich warnte ihn vor Morgans furchtbarer Machtgier und sagte ihm, dass sie ihren Sohn benutzen würde. Aber Artus wollte den Jungen bei sich haben. Vor ein paar Nächten fand man Morgan und Mordred in den Kerkern bei einem entsetzlichen dunklen Ritual, ach du Schande, welches Verderben über Camelot bringen sollte. Als man sie gefangen nahm, fauchte Morgan wie eine Katze. Ich konnte das Ritual aufhalten, aber ich weiß nicht, welche Gefahren sie bereits entfesseln konnte. Morgan Le Fay, Kapitel 5. Camelot wird bereits von Unruhen erschüttert. Heute Morgen wurde am Nordtor ein blutverkrusteter Panzerhandschuh gefunden. Königin Guinevere erkannte ihn als einen von Lancelots. Sie ist außer sich vor Kummer und hat sich in ihren Gemächern eingeschlossen. Es besteht kein Zweifel daran, was Morgan plant. Wir wissen nicht, ob Sir Lancelot noch lebt, aber wir müssen zur Burg Chariot reisen und die Hexe stellen. Merlin wird später folgen. Viel Glück. Viel Glück. Unser erstes Ziel ist also, überlebt alle feindlichen Angriffe. Wir müssen also erstmal durchhalten und dann wahrscheinlich die Burg von Morgan Le Fay stürmen. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren. Sehen wir uns doch erstmal um. Also das für mich Wichtigste ist schon mal hier oben das Eisen. Das riecht richtig gut. An die Burg hier kommen wir nicht ran, weil das Eis hier versperrt. Also ist die Burg für uns erstmal nicht weiter relevant. Was für mich allerdings relevant ist, ist die Tatsache, dass Morgan Le Fay eine Hexe ist. Und deshalb wird sie auch Hexen einsetzen. Und Hexen fliegen auf ihren Besen und haben Bögen. Und das ist eine sehr unschöne Kombo, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wir müssen schon in der Nähe vom Eisen bleiben. Ich baue das mal hier hin. Dieses eisige Ödland um Morgan Le Fays Burg herum lässt mein Blut gefrieren, Herr. Ach, wir sollten uns schnell daran machen, eine Burg zu errichten. Ich befürchte nämlich, dass wir bald mehr als nur die Kälte abwehren müssen.
Das kann gut sein. Ich baue hier oben erstmal noch ein bisschen was hin. Noch haben wir ja ein bisschen Kohle. Dass wir uns erstmal richtig schön vorbereiten hier oben. Das ist so ein bisschen mein Ziel gerade. Aber mehr als die schaffen wir gar nicht. Ah doch, guck mal, hier noch eine vierte. Sehr gut. Weil das Metall können wir bestimmt... Wir können kein Metall verkaufen. Hätte ich das mal zuerst nachgeschaut. Was will ich denn mit so viel Metall? Ganz ehrlich, manchmal hasse ich mein Leben. Na gut. Dann reichen uns zwei Hütten hier oben eigentlich vollkommen, wenn wir es eh nur für die Produktion benutzen können. Dann sei es so. Platzieren wir erstmal noch ein bisschen Nahrung hier. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn an... Wir haben überhaupt keinen Stein. Dann müssen wir uns erstmal ein bisschen Stein organisieren. Wir bauen die Burg so, hier habe ich beschlossen. Ah, wir haben Eisspiegel, sehr gut. Das sind nämlich schöne Waffen, die müssen aber leider an Wellen platziert werden. Und wir haben hier leider noch keine. Aber für den Anfang ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wie sieht's aus mit Holz? Ich bräuchte hier noch ein bisschen Hütten nämlich. Damit wir anfangen können, uns ordentlich einzubauen. Und dann will ich schnellstmöglich Bogenschützen sehen. Und zwar hier oben auf den Wellen, weil ich glaube, der ist hoch genug, dass die Hexen da nicht so gut rankommen. Und deshalb müssen wir schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Hexen keine Chance haben. Leute. Wir bewegen uns. Ich hoffe, Merlin kommt bald, Herr. Ich mache mir Sorgen um die Gesundheit unseres Streiters Sir Lancelot. Ich mache mir um ganz andere Dinge Sorgen. Lass mich gefälligst in Ruhe. Ich muss mir jetzt erstmal noch ein bisschen Futter hier ranziehen. Bauen wir noch was für sowas und dann bauen wir hier noch zwei... Können wir gerade gar nicht, habe ich keinen Platz für. Doch, hier haben wir Platz. Bauen wir das. Kann ich hier noch eins hinbauen? Nee, leider nicht. Nein, gut, das reicht aber auch für den Anfang erstmal Nahrung hier. Das kriegen wir hin. Oder können wir nur nicht verkaufen, weil wir nichts zum Verkaufen da haben. Weil hier steht auch überall nur kaufen dran. Aber das würde ich alles noch hinkriegen. Aber wir spielen jetzt auch das erste Mal mit dem König Artus als Burgherrn. Hier der Strahlemann. In seiner goldenen Rüstung. So, ach, das ist wohl unsere Zeit bis zur letzten Invasion. Auch das ist doch gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit am Start. Und die würde ich auch ganz gerne nutzen. Ach komm, wir bauen jetzt hier so ein paar Bögen hin. Zack. Für mehr habe ich gerade kein Gold. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Aber es reicht ja auch erstmal vollkommen. Andere Waffen haben wir nicht bekommen. Das ist natürlich tragisch pur. Aber für den Anfang brauchen wir auch wirklich nicht mehr. Das kriegen wir hin. Zum Glück ist das Lied hier überhaupt nicht aufdringlich laut oder so. Ich muss mal gerade... Mir ist das Lied hier nämlich ein bisschen zu laut, muss ich gestehen. Jetzt ist es natürlich gerade vorbei. Habe ich schon gesagt, dass ich mein Leben liebe? Haben wir schon Eisen geliefert gekriegt? Nee, noch keins. Na, die müssen hier oben auch erstmal noch ein bisschen anfangen zu arbeiten. Das geht nicht so zackig, so von jetzt auf gleich. Waffen können wir kaufen im Fall des Falles, das ist gut. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering, Sire. Ja, das wird schon noch, keine Angst. Ich muss erstmal ein bisschen Holz ran schaffen hier. Macht doch nicht schon wieder so eine Mücke hier. Guck mal, ob ich es hier hinten irgendwie hinkriege, ein bisschen... was noch abzubauen, aber das Problem ist, dass von hier wahrscheinlich auch Armeen kommen werden. Aber ich frage mich gerade, ob ich da vielleicht was Mutiges probieren könnte. So an und für sich. Ich glaube, wir probieren das mal aus. Wir nehmen mal unseren König mit.
Der hat ja die Fähigkeit mit den Rittern. Wenn von hier eine Streitkraft kommt, dann setze ich meine Ritter drauf an. Und dann sollte das eigentlich zu packen sein. Ey, wir haben Eisen. Und wir können es doch verkaufen. Hervorragend, ich liebe mein Leben. Ich habe die Hütten abgerissen. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Weil wir die eins nach hinten aussetzen können, oder wie? Ne, weil wir hier jetzt das Ding stehen haben. Och, meine Güte. Jetzt klappt's. So, reicht. Noch ein Gehöft hier, aber zack ich. Und ich habe doch die Waffenkammer gehört. Wir haben Bögen gekriegt. Guckt mal, 3 Stück haben wir schon. Und ich habe nichts davon gewusst. Eine Schande. Waffen benötigt, Sire. Ach, das Thema ist schon durch, ja dann. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Ich hoffe, das wird was. Weil sonst habe ich hart verkackt. So, hier hinten brauchen wir auch noch Ochsen, ne? Ach nee, ich habe schon welche gebaut. Alles gut. Haben die schon was vorbeigebracht? Nee, nicht wirklich. Schade. Ich kaufe mir aber erstmal nochmal ein paar Bögen. Unsere Bögen werden singen. Sicher ist sicher, Friends. Kann ich hier überall agieren? Nee, nicht wirklich. Weil ich bin darauf angewiesen, dass hier eine Weile Stein transportiert wird. Ich brauche den Stein nämlich irgendwie. Wir werden angegriffen. Von wo kommen sie? Von hier? Nee, gut. Von wo kommen die denn? Ah, Hexen. Ich hab's gewusst. Guckt's euch an, die Schweine. Fliegende Dachratten. Meine Hexen werden die Haut von eurem zitternden Fleisch ziehen. Träum weiter, ich mach euch hart fertig. Wenn meine Schützen rankommen würden, zumindest. Naja, wenn hier oben keine Ochsen und Arbeiter mehr sind, dann kommen sie schon zum Burgfried vor. Und wenn es soweit ist, sind wir nämlich bereit. Hier, jetzt kommen sie doch schon ein Stück vor, jetzt kriegen sie richtig einen ran. Aber leider machen sie uns auch ganz schön aua. Bogenschützen, vorbereiten. Aber wir haben das Gröbste erstmal wieder abgewendet, das ist gut. Holz haben wir hier ganz schön was. Benutzen sollten wir es vielleicht mal. Bau hier mal eine Käserei noch hin. Und hier noch sowas. Was die Waffen angeht, ich weiß gar nicht. Sollen wir uns nicht vielleicht lieber auf die Produktion von Nahrung konzentrieren und verkaufen? Allerdings, ich weiß nicht, ob wir Schwerter kaufen können. Schwerter können wir nämlich zum Beispiel nicht kaufen. Aber ohnehin ist jetzt erstmal viel wichtiger, ordentlich. Die Späher melden eine gewaltige feindliche Truppe, die sich auf uns zubewegt. Sollen die Späher doch melden, was sie wollen. Macht den Kohl auch nicht fett. So, hier würde ich dann gerne so einen Turm bei Zeiten mal hinstellen wollen. Weil die holen hier hinten auch schön ab. Läuft sein Gang. Ich baue das mal hier hin. Ich weiß nämlich nicht, bis wohin ich dann Türme bauen will und sowas. Bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Aber ich bin bereit, falls die von hier aus angreifen wollen, um mir meine Steinvorräte zu klauen. Da bin ich nämlich überhaupt kein Freund von. Was kriege ich denn die auch zu spüren, wenn die es waren? Ja, Sire. Gehen in Stellung. Unsere Sehnen sind gewachst. Oh, die kommt von hier unten angerückt. Vorsicht. Obacht, Freunde, Obacht. Gebt uns nur ein Ziel.
Als ob die hier leider noch anstellen. Lass das. Ich glaube ja, wo es hackt bei euch. Gut, unsere Nahrungsvorräte steigen. Unsere anderen Vorräte sind auch alle gut dabei. Der Weg zur Burg Chariot ist durch einen Eisblock versperrt, Herr. Was du nicht sagst, das habe ich bisher noch gar nicht mitbekommen. Anzugreifen. Wenn Merlin hier wäre, könnte er das Eis sicher wegsprengen. Der Onkel Merlin, der ist aber jetzt nicht hier. Also lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wir werden angegriffen. Die machen hier erstmal eiskalt alles mit ihren Leitern voll, die Hunde. Morgens Hexen greifen unsere Burg an, Herr. Das ist natürlich herrlich. Ich kann jetzt hier nichts bauen. Das passt da nicht hin, my lord. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen in Bewegung. So, jetzt platzieren wir euch erstmal auf dem Turm hier hinten. Damit ihr Ruhe gebt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir für heute leider schon wieder auf, Freunde. Es tut mir leid, unsere Zeit ist rum. Aber beim nächsten Mal geht's weiter. Das verspreche ich euch. Und bis dahin, ja, viel Spaß auf meinem Kanal. Macht's gut.